Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch Hornhautsocken. Ja Leute, bis vor ein paar Tagen wusste ich auch nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt, ja. Aber meine Freundin hat zu mir gesagt, Daniel, die Dinger musst du einfach mal ausprobieren und hat mir diese Teile mitgebracht. Und Leute, bevor es jetzt so richtig losgeht, ein kleiner Warnhinweis. Es könnte an der einen oder anderen Stelle etwas eklig werden, vielleicht auch etwas mehr eklig werden. Also, wenn du sowas nicht abhaben kannst, schalt lieber ab. Wenn es für dich kein Problem ist, bleib dran. Diese Hornhautsocken, die meine Freundin mitgebracht hat, die kommen von DM, die kosten 3,95 € und die enthalten Minzöl und grüner Teeextrakt, als auch Nana-Minz-Teeduft, ja, steht zumindest auf der Verpackung drauf. Und diese Socken sollen von Hornhaut befreien und mildern Schrunden. Da sind wir doch mal gespannt, ob das stimmt, was hier drauf steht. Und das Produkt, was ich hier verwende, habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt. So, und wir gehen jetzt natürlich ganz fein säuberlich nach der Anleitung, die da hinten drauf steht. Als allererstes müssen die Füße gründlich gewaschen werden. Wenn du zum Beispiel eine Frau bist und Nagellack auf den Zehen hast, solltest du den Nagellack auf jeden Fall vorab entfernen. Und generell halt deine Füße wirklich ordentlich waschen, anschließend mit Wasser abduschen und deine Füße anschließend abtrocknen. Kommen wir jetzt zu den Hornhautsocken an sich. Wenn man diese Teile aus der Verpackung rausholt, dann sieht das eher aus wie so eine zusammengefaltete Plastiktüte, weniger wie Socken. Wenn man diese dann aber auseinanderfaltet, dann sieht das aus, als ob du so Bigfoots in der Hand hältst. Die Socken gibt es übrigens in einer Einheitsgröße, also wenn du so Riesenlatschen hast wie ich, ja, dann passt du da auch rein. Du kannst auch Größe 50 haben, also ist gar kein Problem, die sind groß genug, da passt wirklich jeder rein. Zusätzlich sind in der Verpackung noch so kleine Klebestreifen mit dabei, damit man die Socken, wenn man sie anhat, noch zukleben kann. Und dann werden die Socken an der einen Seite aufgeschnitten, sodass man dann schön in die Socken reinschlüpfen kann. So Leute, und da an dieser Stelle schon mal meine erste Enttäuschung, ja, denn ich habe die Socken aufgeschnitten und dann mal so ein bisschen gerochen, ja, und da steht ja drauf, hier auf der Verpackung, dass das nach Nana Minztee-Duft riechen soll. Ja? Ich weiß zwar nicht, wie Nana Minztee genau riecht, aber ich hatte so eine ungefähre Vorstellung. Aber Leute, das riecht wie 10 besoffene Russen. Leute, das riecht nach purem Alkohol. Also ich weiß nicht, ob Nana Minztee-Duft purer Alkohol sein soll, aber meine Vorstellung war definitiv eine andere. Also der Geruch ist echt nicht geil. Als nächstes bin ich dann mit beiden Füßen in beide Socken reingeschlüpft und habe dann auch anschließend diesen Klebestreifen, der mit dabei ist, verwendet, damit keine Flüssigkeit aus dem Socken irgendwie herausläuft. Und dann soll halt gewartet werden zwischen 30 und 60 Minuten, damit diese Flüssigkeit auch in deine Füße einwirken kann. Und kleiner Tipp an dieser Stelle, falls ihr diese Socken mal nutzen solltet, das ist so eine Plastiksocke, ja? Und in dieser Plastiksocke, das kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, weil ich die Socken nicht mehr habe, aber in dieser Plastiksocke ist noch so eine kleine Socke drin, ja? Ist so eine Papiersocke, würde ich sagen. Und da ist die Flüssigkeit drin. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr in diese Papiersocke reinkommt, damit eure ganzen Füße halt von dieser Flüssigkeit umhüllt sind. So, und viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich so, Daniel, tut das Ganze weh? Wie fühlt sich das Ganze an? Als allererstes, das tut gar nicht weh. Zero, 0,0. Und wenn ihr mich jetzt fragt, wie sich das anfühlt, das fühlt sich so ein bisschen kühl an, ja, es kribbelt vielleicht ein bisschen, das kann man sich vielleicht vorstellen wie so Pferdesalbe, die man auf der Haut schmiert oder Tiger Bomb. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann wird das auch so ein bisschen kühl, kribbelt vielleicht ein bisschen, so ungefähr fühlt sich das Ganze an. Und wenn ihr dann eure Füße 30 bis 60 Minuten in diesen Socken hattet, ich persönlich hatte die jetzt da 60 Minuten drin, dann müsst ihr anschließend natürlich auch eure Füße wieder ordentlich waschen, mit Seife, abwaschen und trocknen. So Leute, und ich habe das Ganze natürlich jetzt auch mit Bildern bzw. mit Videos so ein bisschen dokumentiert, wie meine Füße sich verändert haben. Und da starten wir jetzt von Tag 1 bis 3, da ist nämlich nichts passiert. Gar nichts. Ja, da ist wirklich nichts passiert. Ich war schon mega enttäuscht. Ja, meine zweite Enttäuschung. Ich habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, so, ey, was sind das denn für Dinger? Ja, die funktionieren ja überhaupt nicht. Die Teile kannst du komplett knicken. Das funktioniert bei meiner Hornhaut ganz und gar nicht. Ja, ich habe wahrscheinlich so massive Hornhaut, dass diese Flüssigkeit gar nicht einwirken kann. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist da wirklich nichts passiert. Aber Leute, an Tag 4 ging es dann los. Hier und da hat sich meine Haut dann ein bisschen geöffnet. Und gerade an den Zehen, ja, da konnte man auch schon merken, okay, da löst sich die Haut so ein bisschen. Und ja, siehe da, diese Hornhautsocken funktionieren anscheinend doch. So Leute, an Tag Nummer 5 ging es dann richtig ab. Der Häutungsprozess ist in vollen Zügen und der Häutungsprozess passt an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz gut, weil das sieht irgendwie so aus, als ob sich so eine Schlange häuten würde. Also ist schon sehr, sehr merkwürdig, wie das aussieht und auch schon ein bisschen ekelhaft an Tag 5, wie das Ganze aussieht. Also da sieht man schon, hier und da bröckelt das Ganze schon ab und echt ekelhaft, wie viel Hornhaut da von alleine dann wirklich abfliegt. Gerade die hinteren Hacken, ja, da sieht man auch, dass die relativ hartnäckig sind, aber in total, ja, sehen meine Füße da schon echt eklig aus.
Tag Nummer 6 und der Häutungsprozess geht volle Kanone weiter. Und Leute, aufgepasst, jetzt wird es echt nochmal eklig. Ich ziehe da jetzt nochmal meine Socken ab und schaut euch mal an, wie viel Hornhaut an meinen Socken kleben bleibt. Boah, ey, wenn ich das jetzt schon wieder anschaue oder darüber nachdenke, dann kriege ich jetzt schon wieder so einen Würgereiz. Also das ist echt schon hardcore eklig. Und Leute, die Bilder sagen dazu weitaus mehr, als ich dazu sagen kann. Und kleiner Tipp an dieser Stelle, falls du das auch machen solltest, ja, und in diesem Häutungsprozess drin bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, immer Socken anzuziehen, ja, also während des ganzen Häutungsprozesses, weil ansonsten hast du überall in der Wohnung irgendwo Hornhautfetzen rumfliegen. Das ist gar nicht geil, also auf jeden Fall Socken anlassen. Und an Tag Nummer 7 sehen meine Füße zumindest jetzt ein bisschen ansehbarer aus, ja, also sieht schon ein bisschen geschmeidiger aus. Die meiste Hornhaut ist weggefallen an einigen Ecken. Zum Beispiel an der Ferse ist es noch ein bisschen hartnäckiger, aber im Total kann man meine Füße mittlerweile wieder angucken. So Leute, und Tag Nummer 8, ja, was soll ich dazu sagen? Schaut es euch selber an. Leute, meine Füße sehen so unfassbar gut aus und das Geilste, wenn man mit den Fingern so über die Füße drüber geht, über die Haut, die fühlen sich so unglaublich weich an. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so weiche Füße hatte, das war, als ich geboren war, also abartig geil, absoluter Killer. Und Leute, schaut euch an dieser Stelle auch mal das Vorher-Nachher-Bild an. Also ich kann es nur sagen, ein absoluter Traum. Alle Fußballer da draußen, ja, oder an die Männer, die vielleicht viel Sport machen, viel laufen gehen, Tennis spielen, was auch immer machen und ein bisschen mehr Hornhaut haben und die vielleicht mal eine Fußpflege skippen wollen. Leute, kauft euch diese Teile. Alter Schwede, die sind so geil. Also ich hätte es niemals gedacht. Gerade am dritten Tag, da habe ich gedacht, was für Scheißdinger, funktioniert ja gar nicht. Aber Leute, das ist so unfassbar geil. Ich werde nächsten Monat das Ganze nochmal machen. Also meine Füße fühlen sich an wie neu. Ohne Spaß. Also an jeden Sportler da draußen, der etwas mehr Hornhaut hat, ja, macht das definitiv. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, wenn ihr diese Teile benutzt, wenn ihr so massive Hornhaut habt wie ich, ja, dann kann das unter Umständen sein, dass eure Schuhgröße um 2 Größen kleiner wird. Ja? Ansonsten sind die Teile wirklich der Shit. Link zum Produkt findet ihr in der Infobox. Leute, müsst ihr einfach auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreiben werdet, wie eklig ihr das Ganze fandet, diesen Häutungsprozess und ob ihr es selber auch mal machen würdet. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin wirklich super gespannt, was ihr dazu schreiben werdet. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Etienne Lee. Etienne, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest, immer in Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Die Nummer zum Community-Phone findest du in der Infobox. Einfach Vor- und Nachname durchschicken und vielleicht grüße ich dich dann schon im nächsten Video. Ich werde jetzt schön in meinen Birkenstock reinschlüppern, ja, und allen Leuten zeigen, was für schöne, weiche Füße ich habe. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, peace out.